Herr im Himmel. Das Horn Yu auch. Die Frage ist jetzt... Haben die bessere Werte? Ich denke es mir mal nicht. Oh, it's Metbo. Oh, it's Metbo. Könnte doch das Team ein bisschen umstellen, aber... Nee. Nee, nee. Das ist schon gut, so wie es ist. Ich hab mir da extra Gedanken drum gemacht. Obwohl, so ein Magnetido hätte ich auch gerne im Team gehabt. So, ein Pokémon noch und dann sage ich Schluss. Komm. Irgendwann muss man den Schlussstrich ziehen. Wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Nee, du bist auch nicht geil. Du bist sogar schlechter, du meinst. So. Machen wir dem Ganzen ein Ende. Schluss. 7 Minuten bleiben mir noch. Nee, komm, ich hab genug. Bin mal gespannt, welchen Platz wir ergattern. Wir bewerten jetzt die gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Auf dem 3. Platz Teenager Guido mit einem Raupi. Oh, verdammt. Wenn das schon so ist, dann habe ich verloren. Mit einem Punktestand von 295 Punkten. 2. Platz Käfersammler Axel mit einem Smetbo. ETF. Punktestand mit 306. Und der 1. Platz beim Käferturnier geht an... Käfersammler Uli mit Sichlor. Nein. Mit einem Punktestand von 317. Alle anderen erhalten dieses Item als Trostpreis. Wechselhülle. Oh, verdammt. Schaut Wechselhülle in der Itemstasche. Hier hast du deine Pokémon zurück. Bitteschön. Wir würden uns freuen, euch beim nächsten Turnier wiederzusehen. Möchtest du Sichlor einen Spitznamen geben? Ja, natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nennen wir ein weibliches Sichlor? Warte mal, lasst mich mal überlegen. Das Spitznamen überlegen ist immer das Schlimmste. Ich hole mal schon mal den Stab raus aus meinem DS. Wie nenne ich dich denn? Warte mal, da gab es doch einen Film mit einer Frau, die da mit Schwertern rumschwung. Vielleicht kennt ihr den, ja? Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verschrieben. Nee, ich habe mich verschrieben, scheiße. Mann. So. Das muss mir natürlich immer erst auffallen, wenn ich fast fertig bin. Serenity, ja. So heißt im Übrigen auch der Film, wer ihn sich mal angucken will. Irgendwie voll komischer Film, aber ist auch nicht schlecht gewesen, sage ich jetzt mal so. Da, Erich. Alexis, stimmt das? Du hast Bianca besiegt? Ich bin stolz auf das. Ich bin stolz, dein Freund zu sein. Ey, du bist nicht mein fester Freund. Du bist einfach nur ein normaler Freund hier. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hast du jetzt nur deswegen angerufen? Okay. Nein, nicht speichern. Ja, doch speichern, aber später erst. Ich bin ja gerade erst am Anfang. So, was kannst du denn? So, Hexplager stärkt Käferattacken in der Not. Ja gut. Oh, seht ihr das? Verfolgung. Hätte das es eingesetzt, gerade mit Energiefokus drin, das wäre übel gewesen, liebe Freunde. Das wäre aber auch was Gutes gegen den 4. Arena-Leiter. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wir haben auf jeden Fall noch die Wechselhülle. Was ist das Item? Dieser harte Panzer ermöglicht den Austausch des Trägers gegen ein wartendes Pokémon. Wisst ihr was? Wir haben noch eine Käferattacke vom lieben, von uns... Nein, nicht die Itemsperre. Bist du denn bekloppt? Vom lieben, wie hieß er noch? Kai? Ich glaube, er hieß Kai. Und diese Käferattacke ist gerade für sich, finde ich, ganz gut. Können wir es in Notsituationen rauswechseln? Ja, bitte. Welche Attacke soll vergessen werden? Nehmen wir den Silberblick. Finde ich gerade am Anfang wirklich sehr gut. Kehrtwende. Und ich denke mal, Sichlor wird
eigentlich relativ einfach zu trainieren sein. Könnte ich nachtrainieren, aber ich mach's auch ein bisschen in der Aufnahme. Die Werte habe ich gar nicht geguckt. Ja, ist es denn möglich? Das hat sogar einen Pluswert im Angriff. Dafür Abzug in Initiativwert. Ist aber scheißegal, denn Sichlor ist sowieso schnell. Das macht es nicht schlimmer. Das macht es sogar noch gefährlicher. Und das finde ich einfach nur genial, sowas. Komm, nehmen wir das mit. Ah, nein. Nein, 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 nein. Hier. Der Aprikokobaum. Die Blaubeere. Apropos Bären. Ich weiß noch, dass uns dieser eine Käfersammler in Viola City, er wollte uns noch eine Beere geben. Und ich würde mal ganz einfach sagen, wir holen uns jetzt diese Beere. Oder diese Bären. Ist ja kein großer Aufmarsch hier. Ist ja quasi direkt nebenan. Gehen wir noch ein bisschen heilen. Denn unser Sichlor soll ja auch wieder auf Vordermann gebracht werden. Und damit haben wir auch schon unser 6. Teammitglied. Das heißt, ich werde jetzt einfach so auch ein paar Pokémon fangen für die Bank, damit es nicht ganz so leer aussieht. Ja? Zumal wir bald auch tauschen müssen, finde ich. Oder bald kann ich auch tauschen, so ein paar Pokémon, die sich dann entwickeln. Beispielsweise jetzt Kleinstein oder Nebulak. Und ja, warum nicht? Sag ich, ganz ehrlich. So, schön dich zu sehen. Hier hast du, das habe ich gefunden. Händchen auf. Wildbierbeere. Was ist denn eine Wildbierbeere? Die kommen mir hier mit Beeren an, die ich überhaupt noch nie gehört habe. Wildbierbeere da oben. Frost. Ah gut, das könnte man vielleicht gegen den 7. Arena-Leiter gebrauchen. Er hat ja nur Eisbogen. An sich denn. Der 7. könnte mitunter ganz schön haarig werden, finde ich. Ich habe nichts Effektives, weder Pflanze noch Donner. Euch brauche ich. Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt alles, was ich finde, mit meinem Sichlor erstmal klein hacken. Tausch mit Sichlor. Sei es auch noch so klein, ich werde es einfach schön fein klein hacken. Oh, ein Vogel-Pokémon. Sichlor, Verfolgung. Bang. Ja gut, keine Schnitte hier. Keine Schnitte, aber es gibt EP. Es gibt EP. Wenn auch nur ein bisschen. Aber es gibt EP. EP, die wir später nicht mehr sammeln müssen. Und da uns diese Viecher sowieso zuhauf über den Weg laufen, so muss ich nachher später weniger Trainer verkloppen. Jo. Es wäre natürlich geil, wenn wir noch so ein Flug-Pokémon hätten, aber wir haben ja bald eins. Mein Lieblings-Flug-Pokémon, also von den Legendären auch. Eins meiner Lieblings-, meine Favorites. Das kommt ja bald. Solange können wir hier auch noch ein bisschen mit dem Rad rumfahren. Ist ja nicht so, dass es hier Kilometerstrecken sind, ja. Wir haben Zeit. Ich weiß sowieso, dass wir den Orden jetzt noch nicht schaffen werden. Das kann ich euch so versprechen. Ah, Moment. Das hatte ich ja schon geholt. Ich glaube, in der letzten Aufnahme hatte ich das schon geholt. Ja, müsste ich. Als hättet ihr das ja wieder angeboten. Ich Idiot. Ich Idiot. Idiot, Idiot. Ich glaube, der da kämpft noch. Dankeschön. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Gleich merkst du, wie furchterregend das ist. Bitte sei nicht so stark. 17. Das könnte noch gehen. Ich guck mal gerade, wie viel Schaden Verfolgung macht. Verfolgung ist jetzt auch nicht die Attacke, die viel Schaden macht. Gerade wenn sie dich schlafen lassen, das ist natürlich mehr kontraproduktiv.
nicht wundern, ich habe hier ein bisschen die Fenster auf. Oh Gott. Oh oh. Ja, natürlich, wenn ich das Fenster aufhabe, dann muss natürlich einer die Teppiche ausklopfen. Was auch sonst. Wir haben ja einen Aufwecker. Das muss dringend rein. Ich will nicht nur meinen Traum gefressen kriegen. Dankeschön. Blieb unversehrt. So, noch einmal Verfolgung und dann können wir Kehrtwende machen. Blöd an Kehrtwende ist immer, dass das Pokémon ausgetauscht wird. Boah, das ist mies. Ich kaufe mir noch mal ein paar Aufwecker, liebe Freunde. Das muss einfach sein. Das hat mich schon tierisch beim Training genervt, wo ich gegen lauter Traumaten gekämpft habe. Nur, ich sage es euch, nur Hypnose. Immer nur Hypnose. Nicht mehr schön war das. Aber das soll mich gar nicht stören. Volltreffer. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich es eher eingesetzt. Na. Verloren. Wie überaus betrüblich. Ja, so ganz betrübt siehst du mir aber jetzt nicht aus. Wie lange klopft der da seinen Teppich aus? Mann. Darmhirplex. Jetzt ist die Frage... Macht meine Attacke gut Schaden oder nicht? Bedroher. Es tut mir leid, wenn ihr das in der Aufnahme hört. Aber ich brauchte einfach ein bisschen frische Luft hier drin. Das ist sonst einfach zu warm hier drin. Selbst bei diesem Wetterumschwung. Das geht einfach nicht. Ja. Aber ich habe ja immer das Glück, entweder ist das Handy... Oder es ist, irgendwas anderes. Irgendwas geht in meine Aufnahme. Wenn ihr es nicht hört, habe ich nichts gesagt. Wenn ihr es hört, tut mir leid. Muss mir gleich ein Zettelchen schreiben. Sound hochdrehen, aber richtig hochdrehen. So. Aber das... Das gibt sogar verdammt viel EP. Erstmal heilen. Frage ist, können wir uns jetzt auch Surfer schon holen? Ich werde das Ganze jetzt mal versuchen, denn dann haben wir nämlich bei unserem Tentacher so eine richtig geile Wasserattacke. Eine, die noch stärker ist als Blubstrahl, aber... Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es zumindest. Müsste eigentlich. Ich glaube, Surfer hat eine Stärke von 80 oder 90. Wenn ich mich da... nicht täusche. Aber ich hole mir jetzt erstmal Aufwecker. Und wir müssen uns noch unsere Pakete abholen. Du musst Alexis sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Tanigabeere. Kenne ich auch nicht. Ich habe leider kein weiteres Paket. So. Dann holen wir uns erstmal den Aufwecker. Wo ist der Finger? Da ist er. Nein. So, der Aufwecker. Machen wir nochmal 2. 5 ist schön. Da sage ich nicht nein. Wie viele super Tränke haben wir denn? Wir haben 2. Erhöhen wir mal auf 8. Also insgesamt 10. Dann haben wir davon auch ein bisschen was. Sind wir gut vorbereitet, denke ich mir mal. Guck ich mal gerade. Boah. Gehen wir nochmal hier rein. Hey, hey! Lass endlich dieses langweilige Gezapple und leg mal einen anständigen Hula aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Hua! Komischer Kauz. So. Hey, was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg?
Oh ja. Das mag ich eigentlich gerne. Außerdem höre ich wieder die geile Mugge. Mogo. Das Problem ist, wir haben nichts. Nichts, um es gut zu treffen. Das sind mir nicht viel ab. Ich kann auch nicht Kehrtwende machen, weil das nicht effektiv ist. Giftwolke ist unschön. Machen wir mal Trugschlag. Gut. Lassen wir das mit Trugschlag. Machen wir Verfolgung. Weiter. Ist ja jetzt gleich platt. Ja, das wird ein bisschen anstrengend.